Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität. Heute am 30. September 2022. Ja. Die Strecke von heute Morgen, so sieht es am Mittag aus. Ich bin unterwegs zum Faro, zum Leuchtturm. Es ist zu jeder Tageszeit hier schön lang zu fahren und das Ganze zu sehen. Und jetzt muss ich eh gleich absteigen und dann geht es zum Faro, viele Menschen unterwegs, gerade mal so ein Loch erwischt, wo nicht so viele waren. Also hier ist richtig was los. Ich versuche mal auf der Spur hier zu bleiben. Ob es mir gelingt. Ja, die Menschen sehen, dass ich da aufnehme. Ja, wieder auffrischender Wind. Jetzt komischerweise gerade jetzt hier nur das letzte Stück. Ja, hier rechts und da vorne, da sitzen auch viele Menschen hier, essen und trinken. Also es füllt sich jetzt auch unter der Woche. Das heißt, die Saison fängt an und jetzt in der nächsten Woche kommen auch viele Überwinterer, auch Freunde, Bekannte. Und ja, die freuen sich alle schon auf Gran Canaria. Ich mich auch. Aufs Wiedersehen. Und an dieser Stelle schöne Grüße an Yves und an Peter, die auch bald wieder hier sind. Und ja, Susanne und Horst, die fliegen heute wieder zurück. Auch da verabschiede ich mich. Und für alle, die kommen, freut mich, dass ihr bald da seid. So, ja, die Richtung, das ist meine Richtung heute, ja, freitags, Leuchtturm, Faro. Und ich freue mich schon drauf wieder. Ja, und ich habe was im Gepäck. Ich habe tatsächlich meine ersten Kalender bekommen. Das war gar nicht so einfach. Ich glaube, da könnte ich auch langsam ein Buch schreiben. Das ist alles immer ein bisschen komplizierter hier. Nicht einfach über Amazon bestellen irgendwas, nein, das dauert etwas länger und geht anders. Ja, hier auf der linken Seite auch wieder der Sandkünstler mit seinem Dorf am Hang. Schön gemacht. Freut sich auch immer über eine kleine Spende im silbernen Eimerchen. So, gleich mal der Blick Richtung Playa de Inglés. Und ja, schaut euch das an, wie schön das wieder ist. Ein Tag heute, ein Wetter. Schöner kann es nicht sein. Die Farben, der Wind, das Meer, die Wellen, der Strand. Ja, und das ist der Blick nach Playa de Inglés und hier mit dem Zoom. Ihr seht, da sind doch ganz schön Leute da. So, und wir probieren es jetzt mal gegen den Wind. Denn mit dem Wind, da habe ich jetzt ja die ersten Gäste stehen. Jetzt schauen wir mal, ob das geht, ob das funktioniert. Und wenn das jetzt zu laut ist, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Hallo und guten Tag. Ja, hallo. Mit wem spreche ich denn? Ich bin der Heinz Platz, bin 63 Jahre alt. Gut. Komme aus Wülfrath, das ist der Kreis Mettmann bei Düsseldorf und Wuppertal. So, und du bist ja hier nicht das erste Mal. Seit 1900 und? 76 war ich mit meinen Eltern das erste Mal hier. Schön, ne? Mit 16 Jahren. Oh, das ist doch schon mal was. Da war ich noch gar nicht hier, da habe ich noch gar nicht an Gran Canaria gedacht. Ja, schön. Und du kennst auch alle Hotels hier, nehme ich an. Ja, alle nicht, aber man hat so Favoriten hier. Ne? Ja, Neptuno zum Beispiel. Neptuno hier ist ein sehr schönes Hotel. Ja. Bin ich sehr zu Dank verpflichtet. Mein Vater ist vor 7 Jahren hier unten verstorben. Mhm. In der Klinik Rocca. Und ich konnte in der ganzen Zeit in meinem Zimmer verbleiben. Schön, das ist. Und ja. Der alte Direktor sagte: Heinz, du kannst hier so lange bleiben, wie du willst. Schön. Das war über Weihnachten. Ja.
Also gibt man sich da auch Mühe. Ja. Ja, schön, Heinz. Möchtest du jemanden grüßen? Ich möchte alle grüßen, die jetzt das sehen und mich kennen. Ja, das ist ganz einfach. Das wird wohl meine Frau sein, die leider zu Hause arbeiten muss hier und nicht so viel Urlaub hat. Mhm. Und die, alle anderen, die mich so kennen. Da. Und du bist schon im Ruhestand, oder? Ich bin seit 1.7. bin ich Rentner. Schön. Gut gemacht. Gleich die erste Reise angetreten. Nee, ich war hier zwischendurch schon mal hier. Gut, finde ich gut. Schön. Tschüss. Ja, mach's gut. Schönen Dank. So, machen wir doch hier gleich weiter. Geht ein Stückchen hin. Mit wem spreche ich denn bitte? Ja, du sprichst mit, hallo Harry, du sprichst mit Peter und Sabine. Ja. Wir sind ganz große Fans von dir und deine Videos sind wunderbar. Schön, und ihr seid die Nummer 2? Wir sind die Nummer 2 und sind aus Wuppertal. Aus Wuppertal, schön. Ja, und wir sind das 5. Mal jetzt auf Gran Canaria, im Moment im Rio Palas Maspalomas. Ja. Und sehr zufrieden und wir sind am Sonntag gelandet, als der Strom war. Seid ihr runtergekommen? Ja, die erste Maschine nach 5 Stunden, die wieder landen konnte. Die erste Maschine. Also habt ihr Glück im Unglück gehabt. Genau, tatsächlich. Kann man sagen, ne? Danach ging das Wetter stetig bergauf. Aber jetzt schaut an, es ist ein Wetter. Ja, wir sind super, super. Wo wohnt ihr hier? In Rio Palas Maspalomas. Maspalomas habe ich nur nicht jetzt akustisch. Ja, und möchtet ihr jemanden grüßen? Ja, dann mach du mal die Grüße. Ja, also ich grüße natürlich unseren Sohn, der zu Hause auf den Hund aufpasst, sonst wäre die Reise gar nicht so möglich gewesen. Und auch meine liebe Schwester und meine Mama und alle, die mich kennen. Und ich grüße noch meine Schwester in München, die Andrea. Die geben wir gerne weiter, die Grüße. Dann bedanke ich mich, wünsche euch einen schönen Urlaub. Ja, und vielen viel Glück bei der Tombola. Ja. Da gibt es vielleicht noch was. Ja, ja? Okay. Okay. Tschüss. Danke. Tschüss. So, dann machen wir doch hier weiter. Der junge Mann. Hallo, mit wem spreche ich denn? Ich bin der Wolfgang aus Oster-Scharmbeck bei Bremen. Bei Bremen. Ja, meine Frau ist noch im Hotel. Kommt die noch oder? Nein, sonst nicht. Wir fahren morgen wieder. Morgen geht's wieder zurück. Ja, ich war Freitag schon mal hier, aber zu früh. Wahrscheinlich um 2 Uhr nachmittags. Nee, da bei mir, ja, ist ein bisschen früh. Ja. Ja, und morgen geht's wieder. Du hast einen Kalender. Ja, genau. Finde ich gut. Und ja, gut aufheben, weil da gibt es dann noch was, da gibt es noch eine Verlosung. Achso, ja, okay. ja, und grüßen möchtest du jemanden? Ja, meine Tochter Jana mit ihrem Freund Jan, die sind gerade in Florida bei dem anderen Hurricane. Oh ja. Die sitzen im Hotel fest. Wir haben es heute gehört, die Conny sagte gerade, dass es also doch einiges an Schäden auch gegeben hat. Wir haben Glück gehabt, also es ist alles in Ordnung, aber der ganze Urlaubsplan ist natürlich... Kann man nicht. Aber Gesundheit ist halt wichtig. Ist wichtiger. Ja, die beiden möchten wir grüßen, mit meiner Frau natürlich und unsere besten Freunde Anja und Jörg mit ihrem Wachhund Bobby. Okay, die Grüße geben wir auch gerne weiter. Ja. Dann sage ich recht herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, und so. Ja, bis bald. Okay. Tschüss. Moment. Jürgen aus Freudenberg im Kreis Siegen. Der Jürgen aus Freudenberg, Kreis Siegen. Er spricht laut, ist auch gut so. Ja. Du bist im Waikiki. So sieht's aus. Das und schon? Wir schon mehrere Jahre, treffen uns zur gleichen Zeit immer mit mehreren Bekannten da. Mit Freunden dann? So sieht's aus. Heute sind ein Teil abgereist, morgen reist ein Teil ab. Ja. Wie lange bist du noch hier oder ihr? Eine Woche noch. Eine meine Woche. Frau, die hat keine Lust, die hat sich versteckt. Wie heißt sie denn? Die Marion. Marion, wir grüßen dich hier an dieser Stelle recht herzlich. Ja. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich deinen Bericht sehe. Das freut mich auch, sage ich recht schönen Dank. Und ja, wen möchtest du denn noch jemanden grüßen? Ja, alle, die mich so kennen. Die grüßen wir recht herzlich. So sieht's aus. Jawohl, dann sage ich Dankeschön und mach's gut, bleib gesund. Ja. Kann er vielleicht ein Bild von uns machen? Das kann er auch machen. So, wir machen jetzt weiter. Aus Berlin, ne? Ja, Christoph aus Berlin. Christoph aus Berlin. Die Frau ist auch da, aber die ist ein bisschen scheu. Die ist ein bisschen schüchtern, das ist das scheue Reh. Ja, Christopher, wo wohnst du denn hier? So, wir wohnen im Rio Palast, ja? An der Düne. Sehr schönes Hotel. Du warst da vor 2 Wochen, glaube ich. Wir haben uns das auch angeschaut. Und ja, entsprechend deine Empfehlung. Gebucht also, sehr schön, sehr zufrieden. Das Essen ist sehr gut. Das Essen sehr gut, Bedienung, also... 1,8 sozusagen. Kann man sagen, kann man bestätigen, freut mich, dass es auch dann umgesetzt wird. Möchtest du jemanden grüßen, Christian? Ja, ich würde alle Freunde, Familie aus Berlin grüßen, die mich kennen. Und ja, die ganze deine Belegschaft, die dich so gerne jeden Tag anschaut. Genau, an die ganze Gemeinschaft hier auf YouTube, die grüßen wir. Ja, dann sage ich recht herzlichen Dank, mach's gut und schade, dass deine Frau... Die wunderschöne Frau, aber sie will nicht. Sie will nicht, dann... Alles klar, das ich bedanke mich herzlich. Bis dann, tschüss. Hallo.
Ja, dann möchte ich mich doch noch recht herzlich bedanken an alle, die heute hier waren. Wir haben wieder viele nette Gespräche geführt. Es waren auch viele jetzt ohne Kamera. Und das ist auch gut so. Wir haben uns gut und nett unterhalten. Und jetzt geht es auch langsam zurück. Da hinten ziehen ganz dunkle Wolken auf, das hat aber nichts zu sagen. Die sind weg. Oder die sind weit weg. Naja, so weit sind die nicht weg. Wir hoffen, dass es keine Niederschlag gibt. Ja, und wie schön, dass die Baustelle hier fast weg ist, nicht ganz. Man hat die Teile zusammengestellt und wird diese wohl auch bald beseitigen. Hier vorne ist Gymnastik mit dem Ball. Ja, schaut euch die Wolken an, doch so nah. Unter anderem war auch eine Frage, die ich jetzt vielleicht für alle beantworten möchte. Taxifahren. Wenn man Flughafen Taxi fahren möchte, das reicht kurz vorher zu bestellen. Man muss das nicht einen Tag vorher ordern. Das reicht wirklich kurzfristig vorher an der Rezeption. Die sollen Taxi rufen und dann kommt man auch pünktlich zum Flughafen. Vielleicht 10 Minuten einplanen, aber ansonsten gibt das keine Probleme. Ja, ich zeige euch noch mal gleich, wie dunkel das hier ist. Schaut euch mal das hier oben an. Es ist sehr warm. Ich habe jetzt nicht das Thermometer, aber da zeigt ein Thermometer 32 Grad an. Das ist nicht wahr. Aber ich schätze mal so 28, 29 Grad könnten es sein. So, und hier gibt es einen kleinen Stau. Ja, ich fahre jetzt nicht der Sonne entgegen, nein. Aber das ist kein Problem. Da hinten ist schon wieder blauer Himmel zu sehen. So, dann verabschiede ich mich jetzt auch hier wieder an der gleichen Stelle, an der ich vorhin begonnen habe. Und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und vor allen Dingen, dass ihr gesund bleibt oder gesund werdet. Das sind ja einige auch, liest man in den Kommentaren. Gute Besserung und ich sage bis zum nächsten Mal zum aktuellen Wettervideo oder eben zur Realität. Hasta luego.